Moin Moin, ich sag mal schönen guten Morgen. Ihr seht, hier bin ich mit meinem Baby. Wie schon viele gesehen haben im Video, halt jetzt in grün die Maschine. Ja, heute bei, ja, es soll 31 Grad werden, bin ich so bescheuert und mache mich auf den Weg Richtung Dreiländereck, runter in die Rhön. Ja, es geht von hier aus Richtung Rhein-Weser-Turm, Ahrtalsee, vom Ahrtalsee aus dann runter nach Schotten. Von Schotten geht es dann weiter Richtung Wasserkuppe an der Rhön. Von da aus zurück aber an Diemelsee, Edersee, muss ich gucken. Ne? Und dann, ja, sollten es so um die 500-600 Kilometer gewesen sein. Und dann nehme ich euch gerne so ein bisschen mit. Gerade an der Sparkasse gewesen hier. Bisschen Geld geholt. Den Tankrucksack habe ich gerade mal ein bisschen höher gemacht. Dass wir ein paar Getränke rein können hier. Und jetzt muss Navi starten kurz hier. Wir fahren dann mal schön Richtung Wasserkuppe an der Rhön als grobes Hauptziel. Aber erstmal nehme ich euch mit jetzt Richtung Rhein-Weser-Turm. Sprit ist voll. Genau. So. So, viele Fragen immer und haben mich jetzt auch angeschrieben, privat per E-Mail. Du fährst so schöne Touren. Sag mal bitte genauer, wo du herfährst und so weiter. Ja, das werde ich heute machen. Ich bin jetzt gerade hier an der Mendener Straße oder an der Lenneser Hauptstraße hier, die Ende zur Mendener Straße. Wenn wir hier schön zurückfahren, können wir zu unserer Shell-Tankstelle. Da bin ich gerade gewesen, habe ich noch voll getankt. Dann gerade zur Sparkasse noch ein bisschen Geld geholt. Und jetzt, ja, mache ich mich auf den Weg Richtung Rhein-Weser-Turm. Da fahren wir meistens immer hier vorne lang, das ist so Standardstrecke. Wenn ihr viele Videos verfolgt, geht es dann hier vorne rechts rum Richtung Bögensen. Weil wenn wir hier mal herfahren, dann dann ist es so, dass wir direkt auf der Landstraße sind hier vorne. Nicht durch die Städte durch müssen. Na, schauen wir mal. So. Und hier ist wirklich so, dass man von Anfang an schon, wenn man hier losfährt, quasi eigentlich ja im Landstraßenmodus ist. So, im Landstraßenmodus ist und dementsprechend hier wirklich sofort schon schön Landstraße fahren kann, ohne viele Städte zu haben. Bis zum Rhein-Weser-Turm fahren wir ganz, ganz wenig durch die Stadt durch. Das kenne ich alles so ein bisschen. Da bin ich ja aus erstem Mal anhalten, da oben am Rhein-Weser-Turm. Mal gucken wir mal. So, jetzt geht es hier nach Bögensen rein, hier vorne gleich. Stückchen durch den Bögenser Wald hier. Sind aber noch ein paar Meter immer hier durch den Wald. Noch ist es schön kühl, noch ist es schön frisch. Noch einmal schöne 21 Grad. Was eigentlich optimal ist, trotzdem schwitze ich jetzt schon. Und ja. Es sollen heute bis zu 33 Grad werden heute. In der Rhön bis zu 23, 24 Grad, das passt ganz gut. Weil da werde ich so mittags rum sein, ich denke mal, dass ich dann da so gegen 2, 3 Uhr eintreffen werde in der Rhön. Und dann von da aus wieder schön zurück. Da werde ich auch meine erste größere Pause einhalten, bis dahin. Ja. Kollegen von mir sagen immer, ich habe einen Eisenarsch. Jo, den habe ich auch mit der Sitzbank hier. Da kann man schon schön lange Touren fahren. Und da freue ich mich auch. Ja, die Sitzbank habe ich damals mal bei
Fastseeds heißen die, das sind in Lünen sind die. Fast, wie schnell, ne? Seeds, wie Sitz, schneller Sitz. Fastseeds. Kann ich nur empfehlen. Man muss aber ein bisschen Zeit mitbringen. Ich habe es im Winter machen lassen. Ich hatte Gott sei Dank eine zweite Bank und konnte die dann machen lassen, die eine Bank hier. Während das nicht mit der anderen fahren konnte. Und das habe ich schon damals bei meiner alten Maschine gehabt. Da bin ich auch dort hingegangen und die haben super Arbeit geleistet. Und ich bin da, oh, wieder ein Vögelchen, ey, die anderen haben doch nicht alle. Und ich bin da sehr, mega zufrieden mit und habe es wieder dort machen lassen, weil, ja, einfach toll. Du kannst ja stundenlang fahren mit dem Moped. Das passt einfach. So, ja, wir haben jetzt gerade 7.30 Uhr in Deutschland. Ganz früh morgens. Auf meinem Motorrad haben wir 10.36 Uhr. Ja, ich hatte ja mittlerweile mal, zwischendurch Batterieprobleme, habe die Batterie getauscht und habe vergessen, seitdem umzustellen. Und irgendwie nutze ich die Uhr des Motorrades hier auch überhaupt nicht. So, links hoch Richtung Eisborn hier. Ich greife mal so ein bisschen vorweg jetzt hier. Ich fahre jetzt hier bei Eisborn. In Eisborn einen Schleichweg durch die Grübeck. Von der Grübeck aus Richtung Sorpesee. Und dann am Sorpesee entlang. Wenn ich gleich am Sorpesee wieder bin, dann melde ich mich gleich. Nur, dass ihr wisst ungefähr, aha, da fährt er her. Ne? Er fährt von der Mendener Straße oder Lendlinger Hauptstraße fährt er Richtung Asbeck. Von Asbeck nach Bömsen. Er fährt Richtung Bömsen. Von Bömsen nach Asbeck. Von der Asbeck fährt er über Eisborn hier oben her schön durch die Grübeck, durch Grübeck hoch nach, was ist das da oben eigentlich? Hoch nach Höfel, glaube ich, und dann zum Sorpesee. Und da sehen wir uns gleich wieder. Okay, bis gleich. So, ja, wie versprochen, da sind wir wieder an der Sorpe. Morgens um 8 Uhr. Leute, es ist nichts los hier. Traumhaft. Mitten in der Woche, einen Freitag habe ich heute erwischt. Und werde schön hier gemütlich der Sorpe entlang fahren. Ist ja jetzt hier im Sommer auf 50 begrenzt, der erste Teil der Sorpe. Weiter hinten sind nachher 70. Und das genießen wir schön. Ja. Sorpe mittlerweile wird so ein bisschen als Rennstrecke für die Jugendlichen genutzt, abends rum so ein bisschen hier. Da wird schon mal gerne hier 100 gefahren, wenn ihr die Kurven anguckt hier. Ist schon geil. Manchmal auch mehr als 100. Das weiß die Polizei auch im Grunde. Und ihr wisst alle, was im Moment so ein bisschen abgeht hier mit Polizei und so weiter. Und Lautstärke und Schnellfahren und Sonntagsfahrverbot und Feiertagsfahrverbot und was da alles kommen soll noch und so weiter. Ja, man nimmt uns den ganzen Spaß ein bisschen hier. Warum? Genau wie dieser Spaßfahrer, die hier halt, ne, wo 50 ist, halt viel mehr fahren wollen. Und das tut mir so ein bisschen weh, weil ich bin auch einer, der manchmal sehr schnell fährt, ja, aber da wo es erlaubt ist. Ja, wenn jetzt der 50 ist, dafür ist mir der Führerschein viel zu wichtig, dann fahre ich vielleicht mal 5 oder 10 km drüber vielleicht. Das geht beim Motorrad ganz schnell, ja, aber ich genieße lieber so ein bisschen hier. Und wenn dann gleich 100 ist, dann fahre ich auch 100. Und darum auch die Strecke heute, ne? Beim Weserturm, Ahrtalsee. Und ja, weil da ist überall 100. Da sind freie Strecken, da sind Kurven. Da kannst du gar nicht mehr als 100 fahren in manchen Kurven. Ne? Und das reicht. Ne? Herrlich, oder? Gucken wir mal hier. Ach, das ist traumhaft. Der Sorpesee. Früh morgens um 8 Uhr. Ja, Grüße gehen raus an meine WhatsApp-Gruppe oder an meine große Tourenfahrergruppe.
Ja, ich habe so eine WhatsApp-Gruppe, da sind auch ein paar YouTuber dabei, sehr viele YouTuber dabei. Und wenn wir mal fahren, dann fahren wir schon mal so mit 10 Leuten teilweise auch, wenn alle können. Wenn alle können, sind wir glaube ich 14, 15, 16 Leute. Ja. Kommen aus allen Ecken so ein bisschen, sammeln uns so ein bisschen hier so in der Ecke oder im Bereich der Bigge und machen mal Tagestouren. Habt ihr aber schon gesehen, Richtung Koblenz, Richtung Ahrtalsee, Edersee, eine schöne große Runde sind wir gefahren. Und das ist immer richtig, richtig schön. Und jetzt fahren wir morgens mal früh um 8 Uhr los. Meistens treffen wir immer so um 10 Uhr, 11 Uhr irgendwo und fahren dann die Tour. Ja, ich dachte mal heute bei dem Tag, weil das Wetter jetzt morgen übermorgen nicht so schön werden soll, Samstag, Sonntag, habe ich meine ganze Arbeit im Grunde auf morgen verlegt. Hat mir heute freigehalten. Aber wir heute den ganzen Tag schön ausnutzen. Und wenn ich heute Abend erst um 10 Uhr zu Hause bin, dann ist mir sowas vor allem egal. Weil ich weiß, dass ich die nächsten 5-6 Tage nicht mehr fahren kann jetzt. Also nutzen wir heute alles aus. Und ich denke mal, wenn ich dann zu Hause bin heute, werden das so an den 600 Kilometern gewesen sein, denke ich mal. Einfach neue sehen so ein bisschen. Vieles davon kenne ich auch schon, aber ich wollte eigentlich von hier aus direkt zur Wasserkuppe fahren in die Rhön. Mache jetzt aber im Grunde über den Ahrtalsee, das heißt ich fahre dann unten rum, ich umfahre quasi so Marburg umfahre ich, weil ich weiß vom Ahrtalsee bis nach Stotten zur Wasserkuppe, dort sind richtig geile Strecken, sehr sehr viel Landstraße. Das werde ich heute mal so ein bisschen ausnutzen hier, mitnehmen so ein bisschen alles. Und da habe ich heute den ganzen Tag Zeit genommen. Ja, 8 Uhr losgefahren, halb 8 Uhr losgefahren, ich denke mal, dass ich so um 9 Uhr zu Hause bin, 21 Uhr. Könnt ihr ja ausrechnen, ja. Das sind dann schon 13,5 Stunden, die ich heute fahre. Ja, gehen wir mal aus, davon aus, 12 Stunden fahren. Anderthalb Stunden Pause zwischendurch so ein bisschen. Und dann gucken wir mal. So, mal runterschalten einen Gang hier. Mal 50 runtergehen und dann hier 50 fahren hier. Weiter die Sorte genießen. Einmal schön ruhig, entspannt hierher. Und dann geht's dann gleich weiter mit euch. So, hier kommt die Brücke. Hier haben wir dann den kleinen Sorpesee, Anführungszeichen. Hier rechts ist so ein kleines Becken hier, ne? Auch sehr schön, hier in der Bereich hier. Ja. Und hier ist halt der große Sorpesee, der sich bis hinten hin erstreckt, sind wir gerade entlang gefahren. Ne? Richtig schön. Und der Bereich hier wird von den Leuten jetzt immer ein bisschen mehr genutzt hier, weil man hier schöne Gehwege gemacht hat. Man kann den joggen hier, wie die junge Dame hier vorne. Ne? Auch die ist früh drauf hier, morgens 8 Uhr. So muss das sein. Ich mache Motorradsport und sie macht Laufsport. Hier auf der linken Seite, auf dem großen Parkplatz hier links, ist immer der Eiswagen, der hier immer steht, hier oben in dem Bereich. Hier kann man sich immer so ein leckeres Eis schlürfen. Die nächsten Tage wird hier vorne dann das Ding aufmachen hier, das Bistro. Ich weiß gar nicht, wie es heißt oder wie es heißen soll. Noch steht hier nichts. Vielleicht steht jetzt was hier, weiß ich nicht. Nein. Ne? Wird auf jeden Fall auch sehr schön hier, denke ich mal. Kann man schön entlang laufen hier so ein bisschen. Man kann da hinten irgendwo, glaube ich, da oder da hinten gegenüber, kann man sich Boote ausleihen. Einmal rumlaufen hier, ist auch nicht allzu groß. Also ist schon schön die Ecke hier. Und das haben wir immer hier so direkt vor der Haustür. Ne? Viele fragen mich, von wo fährst du immer los? Ja, meistens fahre ich immer hier so ab Ecke Sorpesee los. Von hier aus gehen die Touren los so ein bisschen. Und alles, was so hinter der Sorpe kommt jetzt gleich, ist auch richtig schön. Und auch schön schnell. So, wir fahren da vorne dann gleich links. Ich mache mal eine kurze Pause hier und ich schalte euch gleich wieder ein, damit ihr wisst, wie es denn so dann gleich weitergeht. So, fahren wir links hier. Grobe Richtung für euch schon mal so ein bisschen, dass ihr wisst, okay, wo fährt er hin. Ich fahre jetzt von hier aus Richtung Sundern erstmal. Grob. Aber nur grob. Ich fahre nicht nach Sundern rein. Ich fahre nur bis kurz davor. Und fahre dann rechts ab. Dann bin ich dann gleich wieder da. Ja, nächster Eckpunkt, den ihr euch merken müsst, so ein bisschen. Hier vorne geht es dann im Grunde Richtung Eslohe. Und jetzt habt ihr eigentlich so wie gar keine Dörfer mehr großartig. Jetzt habt ihr eigentlich nur noch wirklich schöne Strecken. Und dann fahren wir Richtung Eslohe hier.
Schlittern durch den Wald. So, hier kommt das Auto, wo man herfährt. Schaut mal geradeaus oder rechts fährt. Ich fahre heute mal rechts hier Richtung Serkenrode. Da geht's lang. Die ersten Fliegen sagen auch schon guten Morgen hier, die ersten Fliegen hier. Müsste gleich der Bereich kommen, wo viele Jugendliche immer so ein bisschen das Knieschleifen lernen hier gleich. Müsste gleich kommen die Kurve. Hier treiben sich mal viele Jugendliche rum so ein bisschen. Hier in dem Bereich hier. In den nächsten beiden Kurven hier. Hier lernen ganz viele Knieschleifen in der Kurve hier. Da wo der LKW gerade steht hier. Was auch immer er gerade vorhat hier. Ich finde es nicht gut. Was er vorhat hier in der Kurve auf jeden Fall hier üben viele Knieschleifen hier. Aber was er gerade vorhat, ne? Aber sehr gefährlich. So, und dann geht schon weiter. Häschen, komm, hau ab. Zack, zack, zack. So. Sehr schöne Kurven hier, ha, herrlich. Und alles schön für morgens, nur für mich. Schön.
Oder das Ortseingangsschild hier. Habe ich noch nicht gesehen. Gibt es wahrscheinlich gar nicht hier, ne? So, da hinten geht es dann gleich links weiter. Links, 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 links. Richtung Kückelheim, Eslohe. Da wollen wir hin jetzt mit euch. Durch hier. Und zack. So. Dann haben wir wieder rechts weiter Richtung Ramscheid. Also fahren wir Richtung Ramscheid hier. Jetzt kommt so ein Wald- und Wiesenweg hier, ein kleiner Süßer. Ja, die Sonne sollte noch ein bisschen höher gehen, die Sonne. Das ist halt der Nachteil, ne? Morgen ist sie so weit oben, nach unten und abends dementsprechend auch. Runde zum Rhein-Weser-Turm. Alle Kollegen, die mit mir immer schon da gewesen sind, denken sich gerade, wo fährt der hin, ja? Ja, heute. Es gibt mehrere Strecken. Heute mal eine andere. Wo geht's? So, für die ganzen GS-Fahrer hier bei uns in der Gruppe, die freuen sich, wenn sie sowas sehen hier. Die freuen sich doch. Alle Sportlerfahrer sagen Scheiße. Ich finde so schmal eigentlich richtig schön. Da kann man mal anhalten rechts, kann man mit einer Drohne fliegen lassen, kann mal Päuschen machen, kann mal die Landschaft genießen. Also das muss ich immer bereit sein. Ich genieße das ja. Außerdem ist ein Wald hier richtig schön angenehm, auch frisch, kühl so ein bisschen. Ich habe noch mal kurz an hier vorne jetzt. Und machen wir so ein, zwei Fotos hier im Wald mit meinem Maschinchen hier schön. Ach, im Hintergrund hier. Trinken einen Schluck und dann geht's dann gleich weiter. Bis gleich. Ich bin auf dem Weg zum Rhein-Weser-Turm und habe mir gerade mal so ein paar Gedanken gemacht und habe mir so ein Spiel ausgedacht. Dieses Spiel gilt wirklich für alle YouTuber, die auch einen Kanal haben, so ein bisschen.